Hallo Leute, hier ist der Jens von den Tabletop Generals. Und falls euch dieser Tisch bekannt vorkommt, ja, es ist derselbe Tisch, aber es ist ein anderes Spielsystem. Heute wird das Gefecht, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe und ihr vielleicht schon gesehen habt zwischen den Sowjets und den Polen, damals mit Bolt Action, heute mit Chain of Command. Allerdings immer noch dieselbe Location. Also etwas nördlich von Lublin, in der Nähe von Jablon, am 27. September 1939. Die 60. polnische Infanteriedivision kämpft da gegen eine sowjetische motorisierte Brigade. Ja, und das werde ich heute eben auch wieder machen, und zwar mit Chain of Command. Die Mission wird sein The Patrol, das heißt ein Spähtrupp der Polen trifft auf einen Spähtrupp der Sowjets. Reden wir einmal kurz über das Gelände. Die ganzen Gebäude sind Hardcover, inklusive der Mauern. Der Brunnen, die Kisten, das ist alles nur Deko. Die bringen nichts. Und dann haben wir hier noch jede Menge Bäume, weil es hier eine sehr bewaldete Gegend ist. Und diese Wälder, man kann also nicht hindurch gucken, sondern nur hinein, und das immer nur bis zu 4 Zoll. Und dann geben sie Softcover. Ja, das war's auch schon. Diese Straße hier, die führt mehr oder weniger Richtung Warschau weg. Und diese hier führt Richtung Lublin. Also, dass wir das einmal grob einsortieren können. Die Sowjets werden da drüben anfangen und die Polen an diesem Ende. Einfach, weil ich das schon in dem Bolt Action Battle Report so ausgewürfelt habe. Und das rein von der Geografie her auch ziemlich gut passt. Gut, den nehme ich euch mal mit. Und dann wird die Force-Moral ausgewürfelt. Hier an diesem Ende. Oh, und beide starten sie mit Force-Moral 11. Schon mal ziemlich cool. Ja, und welche Truppen wir mit Force-Moral 11 starten, das zeige ich euch jetzt. Hier die sowjetische Liste ist ein PDF von den Two Fat Ladies. Und ja, das sieht so aus, dass hier ein Senior Leader mit Pistole das Ganze anführt. Das ist der Zugführer. Der hat einen Feldwebel, mehr oder weniger so ein Platoon Sergeant an seiner Seite. Der ist ausgestattet mit einem Gewehr. Und dann gibt es 4 identische Infanterietrupps. 1, 2, 3 und 4, und die bestehen jeweils aus 12 Gewehrschützen, einem LMG, also einem LMG mit 2-Mann Crew und einem Junior Leader, der auch ein Gewehr hat. Also jede dieser Gruppen besteht also immer nur aus einem Team. Ja, und das Ganze gibt für regulär plus 6 Supportpunkte für den Gegner. Hier ist das polnische Platoon, also der polnische Zug für das heutige Spiel. Auch diese Liste ist ein PDF von den Two Fat Ladies. Und angeführt wird der Zug hier von einem Leutnant mit Pistole. Der hat an seinem Anti-Tank-Rifle-Team, also so eine Panzerbüchse mit 2-Mann-Crew. Und dann gibt es 3 18-Mann-Infanterietrupps für die Polen. Das ist einer hier, einer da und einer da. Und jeder dieser Trupps besteht aus 14 Gewehrschützen,
einer Bar mit 3 Mann Crew und einem Junior Leader. So, und diese Liste gibt dem Gegner plus 5. So, jetzt werde ich, weil es der Patrol ist, werde ich nicht so viele Punkte aufs Feld bringen. Ich werde einfach die Differenz benutzen. Und die Differenz ist 1. Das heißt, die Polen bekommen plus 1 Supportpunkt. Und dann gucke ich gleich mal, was es an Support überhaupt gibt. Ja, jetzt der Wurf, was es an Support überhaupt gibt. Und es gibt einen Supportpunkt. Das heißt, die Polen haben 2 und die Sowjets haben einen Punkt vor Support. Ja, den suche ich mir jetzt aus und behalte den für mich. Ja, Support ist ausgesucht. Jetzt geht es darum, wo welche Patrouille mit ihren Markern startet. Das Drittel hier dicht zu mir ist für die sowjetische Seite 5 und 6. Die Mitte ist 3 und 4 und 1 und 2 ist das hintere Ende. Und für die Polen ist es natürlich genau umgekehrt. Da ist es da drüben am Ende ganz da hinten 5 und 6. Die Mitte ist 3 und 4 und hier vorne 1 und 2. So, die Sowjets starten also hier an dem Ende. Die Polen in der Mitte. So, und dann gibt es einen Wurf darauf, wer die Patrouillenphase beginnt. Die Sowjets werden beginnen. Ja, dann bereite ich das alles vor. Und dann zeige ich euch noch, wie es aussieht, bevor die Patrouillenphase startet. Und dann führe ich die Patrouillenphase auch durch. Für die Polen ist das eben hier, mehr oder weniger direkt auf der Straße. Und für die Sowjets ist es da an dem Waldrand. Ja, dann mache ich jetzt die Patrouillenphase und dann melde ich mich wieder. Ja, Patrol Phase ist zu Ende, beziehungsweise Patrouillenphase. Für die Polen gibt es hier einen Jump-Off-Point an dieser Waldecke, einen hier im Gebäude und einen hier weiter hinten am Kohlfeld. Für die Sowjets da drüben neben der Straße im Wald, dann einen da im Wald und einen da im Wald. Ja, das war das. Und weil die Sowjets die erste Phase hier, die erste Bewegung in der Patrol Phase hatten, haben sie auch die ersten Kommandowürfel. Ja, und es gibt, boah, das ist jede Menge, eine 5, eine 2, 2 Dreien und eine 4. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe hier einen Infanterietrupp von den Sowjets aufs Feld geholt, die sind Tactical gegangen mit einer 3. Dann habe ich den Starschina, also hier diesen Zugfeldwebel aufs Feld geholt. Der ist hier mittig zwischen beiden Gruppen, sodass er beide unterstützen kann. Und dann habe ich hier noch eine Infanteriegruppe aufs Feld geholt und die sind auch Tactical gegangen. Mit der 2 habe ich nichts gemacht, aber die Sowjets haben schon einen Punkt Chain of Command, eben wegen der 5. Ja, und jetzt gucken wir mal, was die Polen machen. Die sind ähnlich gut davor. 2 Vieren, 2 Dreien und eine 2. Ja, für die Polen war das jetzt nicht ganz so einfach. Ich habe hier einen Trupp platziert und ich habe da einen Trupp platziert. Hier habe ich noch nichts gemacht. Ich habe noch eine 2 und 2 Vieren über. Ich könnte also noch durchaus etwas tun. Aber jetzt benutze ich erstmal diese 4 Würfel hier für die Bars. Eine hier und eine da, um dahin zu schießen. Weil mit der Bar kann ich nämlich Einsen wiederholen. Habe ich aber nicht. Und 5 brauche ich auch zum Treffen, ist also gar nichts. Und ja, dann sind das die restlichen Gewehre.
kamen ja ein paar zusammen. Ja, sind 5 Treffer. Für die Sowjets da hinten harte Deckung haben. Harte Deckung. Na, 2 Tote, 1 Punkt Schock. Ist es ein Anführer? Nein. Schwein gehabt. Gut. Ja, mehr mache ich für die Polen nicht. Und dann geht es schon weiter mit den Sowjets. Ja, die haben 2 Fünfen, 2 Dreien und eine 4. Der Zugfeldwebel der Sowjets ordert den Trupp Tactical mit einem W6. Also die sollen am Boden gleitend, kriechend, krabbelnd, Deckung ausnutzend weiter nach vorne, und zwar ein W6, die da drüben. Die gehen 2 Zoll. Dann baut er hier einen Punkt Schock ab und sagt denen das auch. Die sollen also auch langsam vorrücken. Ja, die gehen immerhin 6 Zoll. Und dann bleiben mir 2 Dreien über, mit denen ich gleich noch was machen kann. Ja, mit den anderen 2 Dreien habe ich einfach hier einen Trupp aufs Feld gebracht, auch Tactical. Und da drüben einen Trupp, auch Tactical. So sind alle sowjetischen Infanterietrupps auf dem Feld. Nur der Zugführer ist noch draußen. Ja, was machen die Polen jetzt? Die Polen haben eine 5 und eine 6 und 2 Einsen und eine 3. Für die Polen gab es hier einen, den stellvertretenden Zugführer und da den leichten Mörser. Mit dem leichten Mörser fange ich an. Der kann die Jungs direkt sehen. Treffen auf die 4. Das ist ein Treffer. Gut. Dann schießen wir mit der Bar. Einmal von hier und einmal von da. Auf sein Kommando. Einsen wiederholen, 5 zum Treffen. Das ist ein Treffer. So, und dann kommen noch die ganzen Gewehre von denen ein paar und von denen ein paar hinterher. Wir brauchen auch wieder 5. Das sind aber nur 2. Ja, da gehen alle Treffer hin. Der grüne ist nur mit leichter Deckung und die roten sind mit schwerer Deckung oder harter Deckung. So, dann ist es ein Punkt Schock und ein Toter. Und ist es ein Anführer? Nein. Einer weg. Und ein Schock dahin. Und mehr können die Polen schon wieder nicht tun. Und dann wird es Zeit für die nächste sowjetische Phase. Das ist eine 4, eine 5, naja, also 2 Einsen, eine 3, eine 5 und eine 6. Aber das halt ganz schnell eine 4. Ja, und er schreit auch schon munter Befehle. Die sollen vorrücken mit einem W6 und dabei Tactical bleiben. Dasselbe gilt für die. Die bewegen sich gar nicht, weil sie noch einen Punkt Schock haben. Und dann für die Jungs, die gehen auch 6 Zoll, wenn wir hier so an der Seite ein bisschen vorrücken müssen. Ja, und mit der einzelnen 1 ist nichts zu holen. Ja, die sind da hier so vorgerückt und die natürlich auch einen ganzen Schwung. Und weiter geht's mit den Polen. Das haben die 2 Einsen, eine 3, eine 4 und eine 5. Mit dem Druck, den die Russen an dem Ende aufbauen, macht es keinen Sinn, hier einen einzelnen Infanterietrupp zu platzieren. Was allerdings Sinn macht, ist,
den Trupp weiter unter Beschuss zu nehmen. Dafür reicht aber diesmal hier komplett die 4. Also Mörser Feuer. Das sind schon mal 2 Treffer. Dann D-Bar und D-Bar. Das ist gar nichts. Und dann die ganzen Gewehre hinterher. So. Und dann ist das diesmal doch ein ordentlicher Schwung geworden. 6 Treffer mit den Gewehren und 2 mit dem Mörser. Allerdings sind jetzt 2 Teams oder 2 Squads da drüben, wo aufgeteilt werden kann. Der Grüne ist immer der mit dem Mörser. Hier geht's los. Das ist ein Punkt Schock und ein Kill. Das ist ein Anführer. Yo. Was passiert ihm? Nur eine Fleischwunde. Und ja, interessiert die Sowjets nicht. Ja, jetzt das Ganze nochmal für den Trupp. Da ist es mit 3 Punkte Schock. Einmal die 4 für Softcover wegen dem Mörser und die 2 Fünfen für Hardcover. Ja, mehr können die Polen nicht ausrichten. Und schon geht es weiter mit den Sowjets. Das ist eine 5, 2 Vieren und 2 Zweien. Der sowjetische Zugführer ist jetzt auch auf dem Feld und der fängt an, hier gut zuzureden. Ist innerhalb von 4 Zoll, ist also kein Problem für ihn. Dann wird der stellvertretende Zugführer hier aufschließen. 3 Zoll, das müsste genug sein. Wenn ich 3 Zoll gehe, dann ist er innerhalb von 4. Yep. So, dann nimmt er da auch nochmal einen Punkt Schock weg, also wird abgebaut. Und dann hat er noch eine Kommandoinitiative und dann schickt er die 1W6 in die Richtung nach vorne. 4 Zoll. Und dann bleiben 2 Zweien. Und mit der ersten 2 gehen die 2W6 in die Richtung. Das sind nur 6 Zoll. Und die hinten machen das auch. Die gehen allerdings 9 Zoll. Ja, das war eigentlich nur Bewegung, aber ja, wo die ganzen Sachen gleich stehen, zeige ich euch gleich. Ja, da vorne, kurz vor der Hütte, stehen jetzt die Sowjets, die anderen dicht gefolgt und die sind eben da. Und die nächste polnische Phase. Wir haben 2 Fünfen, eine 4, eine 2 und eine 6. Ja, für die Polen ist im Endeffekt Stellung halten angesagt. Der Mörser wieder auf den Infanterietrupp. Das ist ein Treffer. Dann beide Bars dahin. Das sind diesmal zumindest 2 Treffer. Und dann kommen noch jede Menge Gewehre, die dahin wirken können. Die machen allerdings nur 4 extra. Also diesmal also 6 und einer. Ja, der Grüne ist für den Mörser. Ja, was ist passiert? Nur ein Kill. Für harte Deckung ist der Rest nichts. Ist es ein Anführer? Nein. Einfach nur ein weiterer weg.
Ja, das war's. Und schon kommt die nächste sowjetische Phase. Was ist das? Eine 5, zwei Zweien, eine 4 und eine 6. Ja, fangen wir mal an. Da oben der Trupp mit dem, wo der Gruppenführer den grauen Ring hat, die gehen 2 wie 6 Richtung Jump of Point der Polen. Das sind 6 Zoll. Die sollen in die Richtung durch den Wald gehen. Die gehen 8 Zoll. Und dann bleibt eine 4 für den Zugführer hier. Der spricht hier ein bisschen Mut zu. Und dann schickt er die. Schickt er die 1 wie 6? Das sollte eigentlich gehen. Ja, er ist noch innerhalb von 9. Und dann schickt er die 1W6 in die Richtung. Und zwar so, dass sie tactical bleiben. Ah, 3 Zoll. Gut. Ja, die haben es nicht ganz zur Mauer geschafft. Die sind da vorne in diesem Waldstück. Und auch die haben es nicht ganz geschafft, den Jump of Point zu berühren. Deshalb beenden die Sowjets den Turn nicht. Und ja, jetzt würfel ich noch einmal für die polnische Phase. Und die haben 3 Vieren, eine 3 und eine 5. Ja, gut ist die Situation für die Polen ja nicht. Das muss ich jetzt hier einfach mal so eingestehen. Aber ich werde mal hier mit dem Zugfeldwebel anfangen. Und der lässt den Mörser schießen. Und zwar auf den Trupp dort. Das ist ein Treffer. Dann lässt er von hier die Infanterie schießen. Und das sind 1, 2, 3, 4. 4 Gewehre und die Bar. Bar, Einsen wiederholen, Treffer und dann 4 Gewehre. Ab der 5, oh, da ist mal einiges. Gut. Und dann bleibt immer eine Kommandoinitiative und damit schießen die von hier. Das sind hier wieder 2 Gewehre, 4 Gewehre. Die sind alle auf die 5. Nochmal 2. So, und dann sind hier 2 Gewehre. Da 2 Gewehre und noch ein Gewehr treffen auf die 4, weil die dichter dran sind. Also nochmal 2. Und dann gibt es noch 2 Würfel für die Bar, die auch auf die 4 trifft. Und Einsen wiederholen kann. Ja. Gut, das sind also 8 Treffer. Für die Jungs da in Hardcover und einer mit dem leichten Mörser. Gut, leichter Mörser. Puckjock. Und dann 8 Stück. 4, 6, 8. Das sind 2 Tote und 3 Punkte Schock. Ein Anführer? Nein. Eine richtig gute Lösung, wie ich die Polen hier aus der Patsche holen kann, habe ich noch nicht. Deshalb muss ich einfach mal abgeben. Und als nächstes sind die Sowjets dran. Was haben die? Eine 5, eine 3, 2 Vieren und eine 6. Für die Sowjets werde ich hier den Zugfeldwebel hier einmal außen rum schicken mit 3W6, soweit wie er kommen mag, um zu dem Trupp dort aufzuschließen.
Das sind allerdings nur 9 Zoll. Muss ich gleich mal gucken, was er dann gleich noch an Befehlen schreien kann. Weil 2 Befehle bleiben ihm ja. Dann wird hier der Gruppenführer den Leuten gut zureden und Schock abbauen. Und dann wird, ist das auch schon erledigt? Und dann wird der Zugführer mit denen zusammen ein W6 vorrücken und dabei tactical bleiben. Das sind 2 Zoll. Und wenn er danach noch innerhalb von 9 Zoll sein sollte, wird er denen einen Befehl geben. Für den Zugführer hat das nicht gereicht. Ist gerade so außerhalb von 9 Zoll. Für den stellvertretenden Zugführer hat es gereicht. Der ist gerade so innerhalb von 9 Zoll. Und dann lässt er die 2 wie 6 Zoll vorrücken. Das sind 6 Zoll. Damit sollten sie auch den Jump-Off-Point erreicht haben. Und als nächstes werden die die gehen tactical. Dass sie jetzt auch in harter Deckung sind. Ja, und dann war es das für die Sowjets. Aber ja, stimmt noch nicht. Ich muss daher noch die Bewegung machen. Ja, da stehen sie jetzt. Bewegung beendet. Und damit die ganzen Tactical-Marker nicht verschwinden, beenden die Sowjets den Turn jetzt auch noch nicht. Sondern lassen erstmal die Polen ihre Würfel werfen. Und was haben wir? Eine 6, 2, 4, eine 2 und eine 3. Ja, dann fange ich hier wieder an mit dem Zugfeldwebel. Der lässt den leichten Mörser schießen. Die Jungs sind das Ziel. Treffen auf die 4. Das ist ein Treffer. Und dann schießen die wieder. Das sind wieder 4 Gewehre. Und 2 Würfel für die Bar. Treffen auf die 5. Und die Bar halt Einsen wiederholen. Ne, die Bar macht nichts. Und die Gewehre dafür 2 Treffer. Gut, und dann geht's. Nein, das war's. Hier wird nämlich der Gruppenführer das Feuer aufteilen, indem er hier die beiden, also hier 4 Leute in die Richtung schießen lässt. Treffen auf die 4. Das sind 3 Treffer. Und dann lässt er 5 Gewehre und die Bar in die Richtung schießen. 5 Gewehre und die Bar. Treffen auf die 4. Einsen wiederholen. Für die Bar, das nix. Und die Gewehre. Das sind 3 mehr. Gut. Und dann gibt es erstmal ein paar Schutzwürfe für die Sowjets. Los geht's hier, 3 Schutzwürfe. Ein Punkt Schock, weil sie im Offenen sind. Da sind jetzt beide Trupps innerhalb von 4 Zoll zueinander. Sind auch beide in gleicher Deckung. Wir gehen hier 3 Gewehrschüsse rein. Harte Deckung. Ein Toter und ein Punkt Schock. Ist es ein Anführer? Nein. Und dann da 2 Gewehre und der Mörser. Der Mörser ist nix. Und das ist ein Punkt Schock. Ja, das war ja nicht so viel. Dann muss ich gleich gucken, ob die Polen nicht noch was mit der 4 und der 2 unternehmen können. Und für die Polen habe ich hier den Sanitäter aufs Feld geholt mit der 4. Und dann mit der 2 den letzten Infanterietrupp. Den habe ich hier so ein bisschen platziert. So kann die Bar schießen. 2 Würfel auf die 4, Einsen wiederholen. Das ist ein Treffer. Und dann 10 Gewehrschützen auf die 4. Das sind nur 3 weitere.
Macht also insgesamt 4 Treffer gegen die Sowjets da. Und ja, die sind erstmal im Offenen. Es sind genügend Leute da, die ja, Treffer kassieren können. Und dann gucken wir mal. Das ist ein Toter und ein Punkt Schock. Ist es der Anführer? Nein. Und dann war es das für die Polen. Mehr ist einfach nicht zu wollen. Ja, und dann einmal die Würfel werfen für die Sowjets. Das ist eine 1, eine 2, eine 4, eine 5 und eine 6. Ja. Na, hier wird erstmal eine 3 gebaut. Dann kommen 2 Punkte Schock weg. Und dann rückt er zusammen mit denen ein W6 vor. Ein 6 Zoll, das ist jede Menge. Und dann bleiben ihm 2 Befehle, wo ich dann gleich mal gucken werde, was er damit so alles noch anstellen kann. Vorgerückt sind sie. Der Zugführer ist innerhalb von 4 Zoll zu den Jungs. Er wird die also anschreien, dass sie schießen. Und dann gibt das 6 Würfe für das Maschinengewehr und dann 1, 2, 3, 4 weitere für die Gewehre. Macht also 10 Schuss. Von hier auf die Jungs da im Gebäude wird geschossen. Treffen auf die 5. Das sind ganze 4 Treffer. Ein Kill für die Polen oder bei den Polen. Da ist es natürlich der Anführer. Und was passiert ihm? Er kriegt eine Fleischwunde. So, und wie finden die Polen das? Minus 1 für die Forstmoral. Damit sind sie runter auf 10. Eine Kommandoinitiative bleibt ihm hier noch und damit schickt er den Trupp an die Mauer mit einem W6, sodass sie auch noch schießen können. Das ist nur ein Zoll. Das reicht nur, um ein bisschen aufzufächern. Und dann gucke ich gleich mal, wie viele Leute danach schießen können. Viel ist es nicht geworden, das leichte Maschinengewehr und 3 Gewehrschützen. Aber die sollen da auf die Polen im Offenen schießen. Und dann bleiben 4 Würfel, weil es hier natürlich halbiert wird, treffen auf die 4. Ein Treffer gegen die Polen. Und ein Punkt Schock. Ja, das war die sowjetische Phase. Ein Punkt Schock, das ist das. Und dann kann ich ja für die polnische Phase würfeln. Haben wir da 2 Einsen, eine 2, eine 3 und eine 4. Ja, erstmal für die Polen habe ich das Anti-Tank-Rifle-Team aufs Feld geholt und den Zugführer. So, der Zugführer wird jetzt erstmal dem Mörser sagen, der soll da die Sowjets unter Feuer nehmen und wird das mit seinen Kommandoinitiativen unterstützen. Und dann gibt das 2 Würfel mehr. Und wir bei 4 Würfel treffen auf die 4. Das sind 3 Treffer. Und dann haben wir 2 in harter Deckung und eine in leichter Deckung. Und ja, dann ist es trotzdem 1, 1 und 1. Geht's hier los. Leichte Deckung, Punkt Schock. Harte Deckung, ein Kill. Und da hinten harte Deckung, nichts. Ist es hier vorne ein Anführer? Ein Anführer? Nein. Dann haben wir da einen Mann weg. Zack, das war das. Dann sagt der denen, die sollen das Feuer öffnen, und zwar hier vom Fenster, von der Tür und von dem Fenster aus. Und dann sagt er denen, die sollen sich so zur Mauer hin ausrichten, also ein W6, sodass möglichst ein paar mehr Leute schießen können. Das würfle ich gleich einmal aus, wie weit die sich bewegen können.
3 Zoll für Bewegen und Schießen. Ja, und so habe ich denn hier 2, 4, 5 Gewehre und 2 für die Bar. 5 Gewehre, 2 für die Bar. Die Bar einzeln wiederholen, nützt nichts, und der Rest treffen auf die 4. Das sind immerhin 2 Treffer. So, und aufteilen. Ja, aufteilen. Geht dann einer auf die, nix, und einer da hinten. Kill. Ist es ein Anführer? Nein. Gut. Und dann kann ich die in Ruhe bewegen und dann gibt es gleich noch ein bisschen mehr Beschuss. Ja, ein bisschen rübergeschoben gekriegt habe ich sie. Und dann bleiben Einwürfe für die Bar. Einzeln wiederholen. Treffer. Und 3 Gewehrschüsse bleiben über. Noch 2 Treffer, macht insgesamt 3. Und von da aus kann das komplette Portfolio da drüben gesehen werden. Für die ein Punkt Schock, für die hinter der Mauer nix und für die anderen auch nix. Gut. Und dann kann hier geschossen werden, nach da. Und das sind wieder 2, 4, 6, 8, 10 Gewehre. 6, 8, 10 Gewehre. Treffen auf die 4 sind 4 Treffer. Und dann 2 Schuss von der Bar, noch 2 Treffer, macht insgesamt 6 Stück. Ja, auf wie geht's? Ich sehe 2 Punkte Schock und 2 Kills, aber es ist nicht der Anführer. Ja, da gehen 2 Leute sterben und dann kriegen sie noch 2 Punkte Schock. Ha, nächste sowjetische Phase. Ah, das ist eine 4, eine 4, eine 3 und eine 6. Ich werde mal hier mit den Jungs anfangen. Und der Gruppenführer spricht gut zu. Und dann lässt er seine Gruppe feuern, da auf die Polen. Dann gibt es einmal 6 fürs Maschinengewehr. Und dann gibt es 1, 2, 3 für die Gewehre. Einer davon geht weg, bleiben also 8. Also 2 und die 6 machen halt 8. Treffen auf die 4. Was haben wir hier? Das sind 5 Treffer gegen die Polen. Die sind im Offenen. Und dann ist das ganz genau ein Punkt Schock. Das war hier die 3. Dann kümmert er sich darum, dass die sich hier so ein bisschen am Riemen reißen. Und reduziert den Schock. Und da drüben der gute Mann, der Zugführer, lässt dann den Trupp schießen, den Trupp schießen und den Trupp schießen. Ja, und zwar wird der Trupp mit dem grünen Ring auf die im offenen schießen. Der mit dem schwarzen und mit dem blauen Ring werden hier auf das Gebäude schießen. Fange ich einmal an für die da mit dem grünen Ring. Die sind dann natürlich auch nicht mehr tactical. So, aber wie viele Würfel gibt es? Das sind 1, 2, 4, 5 Gewehre und 8 für das Maschinengewehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist Treffen auf die 5. Das sind 3 Treffer.
Drei Schutzwürfe für die Polen. Uff. Ein Toter, zwei Punkte Schock. Ist es der Anführer? Nein. Also nur ein normaler, der da ins Gras beißt. Und dann soll der Trupp schießen. Und das sind 3 und 6 sind 9 Würfel. 3, 6, 9. Treffen auf die 4. Oh, da ist nicht viel bei los. Das sind 4 Sechsen. Und dann sollen die passend dazu schießen. Und es sind dann 3 Gewehre und 6 auch nochmal 9. Und wir treffen auf die 5. Das sind 3 mehr. Also insgesamt 7 Treffer gegen die Polen da im Haus. 6, 7. Und das ist ein Kill. 3 Punkte Schock. Und ist es der Anführer? Nein. Ah, da hat es ja ordentlich geknallt. Gut. Dann räume ich auf, platziere noch ein bisschen Schock. Und dann sind die Polen schon wieder dran. Ja, auch bei den Polen summiert sich der Schock auf. Ja, ich glaube, ja, schwierig, wer diesen Feuerkampf gewinnen wird. Auf alle Fälle haben wir 3, 2, eine 1 und eine 3 für die Polen. Auf wie geht's? Nächster Schusswechsel. Hier die Polen. Feuerfrei da auf die Sowjets. 2 Schuss für die Bar. Ein Treffer. Und dann aufgrund des Schocks müssten es jetzt noch 9 Schuss für die Gewehre sein. Treffen auf die 4. Ja, endlich treffen sie mal ein bisschen besser. Das sind 5 weitere. Macht also 6 Treffer gegen die Sowjets. Hier an dem Ende. Und die sind im Offenen. Ein Kill, ein Punkt Schock. Aber es ist nicht der Anführer. Im Offenen ist auch noch der. Zack. Gut. Das war hier die 3. Dann benutzt er seine Kommandoinitiativen und dann wird das Würfelergebnis für den Mörser besser. Trifft also nicht mehr auf die 4, sondern auf die 3. Mit Doppel 1 bringt das gar nichts. Jetzt sind sie nämlich ohne Munition. Ja, dann bleibt ihm ja eine Kommandoinitiative und mit der Kommandoinitiative lässt er die schießen. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gewehre, 7 Gewehre und die Bar. Die Bar. Nix. Und 7 Gewehre. 2 Treffer. So, und dann gibt es einen Treffer für die. Ist ein Kill. Ein Treffer für die. Ist nichts. Ist der Kill ein Anführer? Jupp. Was passiert ihm? Er kippt um. Wird also bewusstlos. Und wie finden die Sowjets das? Interessiert keine Sau. Gut, das war das. Und dann bleibt die 3 mehr oder weniger über. Und das sind 5 Gewehre. Und die Bar. Ein Treffer. Und 5 Gewehre, nochmal 2. Und dann haben wir praktisch für jede russische Einheit hier an dem Ende einen Treffer. Einmal für die, ein Punkt Schock. Für die nix und für die da hinten ein Kill. Ist es ein Anführer? Na.
Da ein Mann weg. Und hier ein Tomczok hin. Diesen Feuerkampf, den verlieren die Polen definitiv. Gut, dann mache ich jetzt Folgendes, dann beende ich jetzt den Turn mit den Sowjets. Dann steht der wieder auf. Und die Polen müssen würfeln für den Jump-off-Point, den sie da verlieren. Das ist mit Sicherheit minus 2. Aber ich gucke das gleich mal nach. Ja, das war minus 2. Das heißt, die Polen sind runter auf 8. Ja, der Anführer steht ja wieder. Alles easy dann. Und dann kommt jetzt die sowjetische Phase. Sie sind noch mal dran, haben 2 Fünfen und eine 2. Mit der 2 schießt einfach der Trupp hier auf die Polen im Offenen. Treffen auf die 5. 6 Treffer. Oh. 3 Kill und 2 Punkte Schock. Ist der Anführer. Ja, und der kippt aus den Latschen. Wie finden die Polen das? Minus 1 auf die Forstmoral. Und dann noch 2 Leute weg. Und 2 mehr Punkte Schock hin. Ja, ein bisschen Schaden ist ja passiert. Jetzt kommt eine ganz, ja, was heißt strittige, schwierige Situation. Es gibt einige Kanäle, die reduzieren jetzt diesen Würfel um 1. Das kann man machen, nur oftmals fehlt dann der Vorteil der Double Face. So habe ich es bis jetzt für mich erfahren und erlebt. Ich werde jetzt ab heute was anderes machen. Und zwar werde ich Folgendes tun. Ich werde jetzt mit jeder Double Face einfach einen der Würfel durch einen dieser blauen ersetzen. Und der blaue Würfel zählt nicht als Sechsen. Und insofern kann es jetzt einfach weitergehen. Oh, das ist eine einzelne 6, ist nichts. Und dann habe ich eine 2, 3, 4, 5 und die 6 war also eine große Straße. Ja, das muntere Tontaubenschießen geht von da drüben aus weiter. Und der Zugführer schreit Befehle und dann gibt es wieder einen Haufen Beschuss hier für die Polen im Offenen. Diesmal nur 3 Treffer. Zwei Kills. Gut. Und dann werden die und die wieder gemeinsam auf das Gebäude schießen. Und es sind dann 9 Würfel jeweils. 5, 9. Diese hier treffen auf die 4. 3 Treffer. Und vom anderen Ende waren es auch 9 und die treffen auf die 5. Das sind nur 2, also insgesamt 5 Treffer gegen die Polen im Gebäude. 5. Ja, und souverän, nichts passiert. Gut. Und dann hier, der Gruppenführer baut ja, Schock ab und dann werden die Sowjets sich 1v6 in diese Richtung bewegen und dann mit halber Effektivität schießen. Ja, das ist ein guter Plan, das versuchen wir mal.
1 Zoll bewegen sich also gar nicht, weil sie 2 Punkte Schock haben, aber dann kann immer noch geschossen werden. Geschossen, wir haben 3 Gewehre und 6 macht 6 fürs Maschinengewehr, macht 9, macht aufgrund des Schocks 8 und davon die Hälfte 4. Also 4 Schuss hier in die Polen, treffen auf die 4, 2 Treffer. Und noch ein Toter. Ja, das war die sowjetische Phase. Gut, gucken wir, was die Polen hinkriegen. Sind auf alle Fälle nochmal dran und haben eine 1, eine 2 und eine 3. Ja, ich habe mir schon einige Würfel hier hingelegt. Denn die Polen werden schießen. Ich wüsste nicht, was die Polen anderes tun sollen. Ich fange auch hier an. Mit der 2 schießt dieser Trupp. Einmal 2 Würfel für die Bar. Den kann ich wiederholen. Das sind das 2 Treffer. Und dann die Gewehre. Nochmal 3. Ja, also 5 Treffer da. Gut, dann schreit er den Mörser an. Der Mörser soll da wieder hinschießen. Stimmt, das geht gar nicht. Der war ohne Munition. Verdammt, so kann das gehen. Ich habe keine Munition mehr. Dann kann er hier einen Punkt. Nee, kann er auch nicht. Dann ist das einfach so, wie es ist. Verlieren die noch einen Schuss. Dann schießen als nächstes die auf sein Kommando. Dann einmal 4 Gewehre treffen auf die 4. Und 2 Treffer. Und dann die Bar. Auch Treffer. Ohne Wiederholung. Und dann wird noch von hier geschossen. Auch auf sein Kommando. Ist auch die Bar auf die 5 diesmal. Ist ein Treffer. Und die Gewehre auch auf die 5. Dann nochmal 3. So. Das macht an dem Ende 8 Treffer nach dort und hier 5. Legen wir mal hier los mit den 5. Und das ist ein Punkt Schock. Gut, und dann machen wir da drüben weiter. Und dann geht alles auf Ziele in harter Deckung. Dann sind das 4 für die. Nix. Und 4 für die da hinten. Auch nix. Eine komplette polnische Schussphase für einen Punktschock. Gut, weiter geht's. Ja, das sind 2 Fünfen, eine 6 und 2 Einsen. Ja, werden die Polen von hier einfach nochmal schießen. Mit der 2 sind dann 2 für die Bar, ein Treffer und 7 Gewehre. Das sind noch 5 mehr, macht insgesamt 6 Treffer. Hier gegen die Sowjets. Und da sind ja einige im Offenen. Machen wir erstmal 3 Stück. Ein Kill. Und dann geht es weiter im Offenen. Noch ein Kill und dann 2 Punkte Schock. Es ist der Anführer. Nein. Und von der Richtung aus ist dann das MG-Team gestorben. Und dann gibt es noch 2 Punkte Schock. Und alles nur, weil sie sich letzte Runde nicht vernünftig bewegen konnten. Ja, so kann es gehen. Gut, aber mehr können die Polen ja im Moment nicht machen.
Und ja, jetzt gibt es eine sowjetische Phase. Ja, die Sowjets haben drei Einsen, eine 3 und eine 6. Für die Sowjets war jetzt nicht so ein guter Wurf. Was werde ich machen? Ich werde eine 4 bauen und werde den Zugführer hier gut zusprechen lassen und dann den Trupp schießen lassen. Und zwar auf die hier im Offenen. Bevor das passiert, also bevor der Trupp mit dem grünen Ring schießen kann, nutzen die Polen ihren Chain of Command Würfel, ihren vollen, den sie haben, und werden mit dem Trupp auf die schießen. Und dann sind das wieder zwei Schuss für die Bar. Das ist ein Treffer. Und sieben Schuss für die Gewehre. Das sind zwei weitere. Also insgesamt nur drei Treffer für einen ganzen Chain of Command Würfel. Das ist echt schlecht. Ja, nur der Zugführer ist, der Gruppenführer ist im Offenen zu sehen. Gucken wir mal. Nix. Treffer. Und so oder so ein Punkt Schock. Gucken wir mal, was dem Gruppenführer passiert. Er ist tot. Zack, da ist er erledigt. Und dann gibt es noch einen Punkt Schock für die Sowjets, weil Softcover ist mit der 4 hier immer noch ein Punkt Schock. So, wie finden die Sowjets das, dass da so ein Gruppenführer umgefallen ist? Eine 6. Das ist mit Sicherheit minus 2. Denke ich zumindest mal. Ich werde das gleich mal überprüfen. Dann kann ich den Verlust wegräumen und dann komme ich gleich wieder mit dem Beschuss der Sowjets. Hier die 6 für den ausgeschalteten Junior Leader ist tatsächlich minus 2 Force Moral. So, und jetzt wird von dort das Feuer eröffnet hier auf die Jungs im Freien. Und das sind ab der 5. Also ganz genau zwei Treffer. Zwei Treffer. Ein Kill, ein Punkt Schock. Und da der Anführer schon liegt, lassen wir das einfach so. Weil man natürlich auf sich bewegende Ziele versucht zu schießen. Einen Punkt Schock habe ich auch schon platziert. Ja, das war das. Und dann bleibt eine 2. Und mit der 2 wird dann der Trupp schießen. Und das sind auch wieder 9 Würfel, beziehungsweise 9 Schuss. Und sie gehen diesmal auf das Haus. Treffen ab der 4. 4 Treffer. Zwei Kills und die Vieren sind nix wegen harter Deckung. Und es ist der Anführer. Ah, und er kippt aus den Latschen. Nachdem er schon verwundet ist. Ja. Gut, wie finden die Polen das? Das ist mit Sicherheit minus 1 für die Force Moral. Und dann muss ich noch einen weiteren Mann rausnehmen. Polen sind runter auf 6, die Sowjets immer noch bei 9. Ich glaube, ich muss mir das in Ruhe überlegen, ob ich tatsächlich nochmal für die Polen würfle oder nicht.
Ich werfe mit den Polen das Handtuch. Das hat einfach keinen richtigen Wert. Ich glaube, ich habe das für die Polen mehr oder weniger schon mit den Jump-off-Points vergeigt. Ja, die sind einfach nicht dort hingekommen, wo ich sie gerne gehabt hätte. Und ja, ich konnte auch nicht den Schaden machen, den ich gerne mit den Polen gemacht hätte. Und dann, ja, lief es im Endeffekt einfach nur auf Würfeln hinaus. Und jetzt noch irgendwie 4, 5, 6, 7, 8, 9, wie viele Runden auch immer schießen. Das bringt den Polen und euch, glaube ich, auch nicht mehr so richtig viel. Die Sowjets haben immer noch 9 Force Moral, die Polen nur 6. Ja, und ich denke, für die Sowjets wird sich das auch mehr oder weniger gut ausspielen. Die haben können nächste Runde schon wieder einen vollen Chain of Command Würfel haben und haben ihr ganzes Manpower-Potenzial immer noch ja, nicht angekratzt, während die Polen sich selber so ein bisschen im Weg stehen, wegen diesen ja, riesigen Trupps, die sie haben, die sich dann auch nicht so einfach spielen lassen. Ja, ich werde es halt einfach so machen, die Polen ziehen sich zurück, einfach hier über die Kante so ein Stückchen weg und kämpfen am nächsten Tag halt weiter. So wie die Polen das immer gemacht haben, ja, waren praktisch vom 1. September bis 8. Mai 1945 an irgendwelchen Fronten im Gefecht. Ja, und da kann man denen auch ein bisschen Tribut für zollen. Diesmal hat es nicht gereicht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Auch wenn natürlich die Bewegung nur am Anfang war und jetzt ist doch eine ganze Weile auf Beschuss hinaus lief. Aber so ist es nun mal manchmal. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst gerne einen Like oder einen Kommentar da. Besucht mich auf meiner Patreon-Seite. Das hilft dem Kanal auch. Und erzählt natürlich euren Freunden, Bekannten und Verwandten, was ich hier so für coolen Kram mache, wenn es euch denn gefällt. Und sagt denen, dass sie doch mal bei mir vorbeischauen können. Vielen Dank, bis dann und tschüss!